Dass da, wo 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über 7 Tage sind, Kontaktbeschränkungen eingeführt werden, sowohl im öffentlichen Raum als auch im privaten, wenn es um Feiern geht. Wir haben uns zu dieser prophylaktischen Zahl von 35 entschieden, weil wir an einigen Beispielen gesehen haben, wie schnell der Anstieg von 35 auf 50 dann erfolgt. Und so werden also dort auch schon erhebliche Einschränkungen bei den Kontakten notwendig sein. Und dass wir diese Beschlüsse so fassen konnten, das halte ich für sehr wichtig.